Und was sagt uns das über uns Menschen? Ist doch, liegt doch wirklich auf der Hand. Wir Menschen sind eigentlich zur Kaltakquise geboren worden. Ja, hallo, grüß euch. Ich möchte euch heute mal eine Geschichte erzählen. Als ich heute, wie so häufig, zur Mittagszeit mein Sushi beim Rewe geholt habe, bin ich auf dem Rückweg mit dem Fahrrad bei einem Kindergarten vorbeigefahren. Und dort geht eine Frau mit ihrem Kinderwagen, ein kleines Kind darin und ein weiteres kleines Kind daneben, an einem Kindergarten vorbei, während ich daran auch vorbeigefahren bin. Und im Kindergarten am Zaun standen so ein gutes halbes Dutzend bis Dutzend, ja, größere Kinder, also Kindergartenkinder, so 5 bis 7 Jahre alt. Und das kleine Kind im Kinderwagen, das war vielleicht so 1 Jahr alt, winkt so rüber, ja, zu den Kindern über den Zaun im Kindergarten. Und die Kinder am Zaun im Kindergarten, das waren vielleicht so, ja, so ein halbes Dutzend bis Dutzend sowas, die schauen so, ja, so, okay, da winkt uns so ein kleines Kind zu, aus dem Kinderwagen raus. Aber keine Response, also keine Antwort, ja, keine Reaktion darauf. Und was glaubt ihr, was macht das kleine Kind im Kinderwagen, das einjährige Kind? Richtig! Es winkt einfach weiter. Es winkt einfach weiter. Es winkt und winkt. Ja. Es ist ihm einfach völlig wurscht, ob irgendein anderes Kind zurückwinkt oder nicht. Es winkt einfach weiter. Und ich bin ein bisschen etwas langsamer gefahren und ich habe mir gedacht, jetzt schaue ich aber mal hin, wie lange es da noch winkt. Und es hat noch eine ganze Zeit lang weiter gewunken. So lange, wie die Mutter eben an diesem Kinderwagen, an diesem Kindergarten, mit dem Kinderwagen dran vorbeigefahren ist. Und was sagt uns das über uns Menschen? Liegt doch wirklich auf der Hand. Wir Menschen sind eigentlich zur Kaltakquise geboren worden. Wir haben überhaupt keine Sorgen über Ablehnung. Wir haben überhaupt keine Ängste zum sozialen Kontaktaufbau. Ah, fremd, ja. Das sind fremde Leute, ja, da muss ich mir erstmal Gedanken machen, ob ich da einfach winken darf. Ja, erster Punkt. Zweiter Punkt, wenn mir jetzt da keiner zurückwinkt, vielleicht mache ich da was Falsches, wenn ich darüber winke. Ja, scheißegal, ich winke einfach weiter. Ja, und genauso ist es in der Kaltakquise auch, genauso. Und wenn es ein einjähriges Kind macht, dann ist doch ziemlich klar, dass wir eigentlich alle mal so waren. Jeder Einzelne von uns, jeder einzelne Mensch. Und sogar schon im Kindergartenalter wird es uns dann schon langsam aberzogen, dass wir einfach nicht überall hinwinken. Nicht einfach überall zurückwinken. Ja, zu irgendwelchen fremden Leuten. Ja. Und dieses Video wollte ich euch einfach mal machen hier, um vielleicht auch euch mal da draußen in der Internetwelt, in der YouTube-Welt mal einen Gedankenanstoß zu geben. Wenn ihr euch beim nächsten Mal Gedanken macht, naja, Kaltakquise, telefonieren zum Entscheider, zum Geschäftsführer, zum Vorstand, zur Chefsekretärin. Ja, wie mache ich das jetzt am besten? Ja, noch nie mit dem gesprochen. Scheißegal. Einfach machen. Und wenn auch nicht gleich sofort jemand zurückwinkt, einfach weiterwinken. Einfach immer weiter winken. Immer weiter, immer weiter. Ich fand es einfach ein total nettes, süßes Beispiel aus dem täglichen Leben, das mir heute begegnet ist, in meiner Mittagspause. Und ich wünsche auch euch einen schönen Tag. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.